Ladies and gentlemen, welcome to the Big Apple, New York City. Heute geht's los mit New York. Überbrücke Hudson und East River und verbinde die Vororte von New York City und New Jersey. Let's go! Okay. Ist wenigstens gut, dass es bloß zwei Flüsse hat. Rechts und links. Daher sollten die Brücken bzw. die Tunnel nicht allzu oft gebraucht werden, hoffe ich. Ja, doch. Wieder mal etwas schneller laufen lassen. No. Da habe ich aus Versehen schon einen Zug auf die falsche Strecke gesetzt. Fängt gut an. Nope. Da brauchen wir noch keine neue Linie. Die könnte jetzt von oben nach unten durchgehen. So. Mal schauen, wie das funktioniert. Mit Rot weiter nach rechts oben. Sieht ganz okay aus bis jetzt. Ich warte noch kurz. Ne, neue Linie. Schade. Sonst hätte ich die jetzt quer nach drüben gemacht, bis zum Punkt. Geht aber leider gerade noch nicht, da ich keine Brücke mehr habe. Brücken und Tunnel sind bei Minimetro recht selten, finde ich. So, da hat man schnell mal ein Problem. Man könnte natürlich hier, weil es drei Inseln sind, also rechts, Mitte und links, eine Metro nur für die Mitte machen, eine von der Mitte nach links und eine von der Mitte nach rechts. Vielleicht würde das sogar funktionieren. Daher mache ich das einfach gleich am Anfang, um zu schauen, wie es funktioniert. Ich würde sagen, das Viereck hier in der Mitte ist unser Knotenpunkt. Wait a second, please. Nee, eben nicht. Einfach hier so quer nach drüben. Deine bloß für hier. Ja, nee. Und dann violett. Irgendwie so. Vielleicht funktioniert das. Schaue ich mir mal an, wie das hier vor sich hin werkelt. Könnte ja möglicherweise funktionieren. Und expandieren wir einfach die Strecken weiter. Also sprich grün jetzt nach hier oben rechts. Ja, sieht ganz okay aus. Bis jetzt.
Eine neue Lokomotive oder eine Linie und Brücken. Brücken sind halt recht wichtig. Ich nehme mal eine zwei Brücken. Neue Linie hätte man zwar auch nehmen können, nämlich hier einfach so irgendwie quer durch. Weil grün wird dann wahrscheinlich die erste Strecke sein, die ein Problem haben wird. Deshalb schon mal ein zweiter Zug darauf. Um das Ganze besser stemmen zu können. Ja, nee. Eigentlich doof. Aber lassen wir so. Auch das hier ist eigentlich doof. Ja. Errungenschaft freigeschaltet. Metro Card. Okay, das Kreuz kommt jetzt schon ins Spiel. Da muss ich ein Auge drauf werfen, wo die Passagiere einsteigen wollen. Um das Ganze schlau zu planen. Hier hat es schon mal Kreuze. Ja, ganz schlecht. Da kommt schon der erste Timer. Nicht wirklich gut. Und dann muss uns Rot das Ganze hier retten. Rettet uns wohl Rot hier den Hintern einigermaßen. Funktioniert dann doch nicht ganz so gut, wie ich dachte, mit diesen Mitte-Rechts-Links-Linien. Wäre fast gut, eine hier irgendwie so quer durch zu nehmen. Violett ist ein bisschen am Menschen ansammeln. Kommt wahrscheinlich auch nicht mehr ganz hinterher. Wie es mir fast scheint. Von daher bitte einen zweiten Zug. Gleich ist wieder Wochenende. Dann kommt Upgrade. So, das in der Mitte läuft eigentlich gut, würde ich sagen. Das ist jetzt doof dort oben. Sehr doof. Warte ich mal kurz ab. Vielleicht gibt es eine neue Strecke. Linie oder Waggon. Ich nehme mal eine nächste Linie. Ja, nee. Also ja, doch. Aber dort oben würde ich jetzt nicht noch eine nächste Linie mit einbinden. Vielleicht eher irgendwie nach hier unten. Das Dreieck mitnehmen. Das Kreuz hier drüben. Dieses Dreieck und dieser Kreis. Ja. Mal schauen, wie sich das so fährt. Okay. Ja gut. Könnten wir noch Rot hiermit anbinden. Und Orange eigentlich auch. Dass hier halt drei Linien hinkommen können. Gegebenenfalls. Sieht zumindest. Okay, was ist jetzt das wieder? Gut, dann geht halt Orange von hier wieder weg. Nach hier oben und dann nach hier unten.
Nirgends stocken sich gerade die Passagiere. Ja, Orange sieht. Ja. Halb okay aus. Könnt wahrscheinlich dann gleich einen zweiten Zug vertragen oder einen Waggon. Ich denke zwar eigentlich, zweite Züge sind eher besser als Waggons. Weil dann. Ja, nicht. Dann fahren eben zwei Züge in die entgegengesetzte Richtung. Was manchmal wahrscheinlich besser ist. Blau hat ein Problem gleich. Bei Blau kommt jetzt mal ein zweiter Zug in den Einsatz. Grün hat zwar auch ein Problem. Bei Orange sieht es noch einigermaßen okay aus. Wait. Kreuz, Dreieck, Viereck. Dreieck, Viereck und Kreuz. Ja. Ich lasse die Zeit mal etwas langsamer laufen. Das mittlerweile nicht mehr ganz so optimal läuft. Hier stocken sich die Leute, wie auch hier. Und Blau hat keine Kapazität. Ja, auch Orange hat auch keine Kapazität mehr. Ich glaube fast, du brauchst einen zweiten Waggon. Weil hier wird sich dann gleich einen Timer setzen. Wir brauchen Orange als schnelle Linie. Irgendwie so. Vielleicht. Vielleicht. Nur vielleicht. Grün kommt gerade hier an, wo es kritisch wird. Violett kommt gleich auch dort an, wo es kritisch wird. Wieso jetzt der hier keine Passagiere mitgenommen hat, ist wieder fragwürdig. Rot ist halt am Arsch. Weil es hier so eine lange Strecke ist. 700 Punkte. Trotzdem läuft es einigermaßen ganz okay noch. Blau hat ein Problem. Keine Kapazität. Aber der Zeitzug kommt gleich schon. Grün hat auch ein Problem. Aber da sollte auch gleich ein Zug kommen. Bei Blau läuft der Timer einfach weiter, weil der Typ hier keine Passagiere mitnimmt. Wieso? Was ist das Problem? Ja, okay, hier unten sehe ich es. Nur Kreise. Nur Kreise. Wie soll man das auch anders machen? Ich glaube, Blau wird uns umbringen. Ich glaube, Blau ist unser Tod. Was ist das jetzt? Da braucht man Brücken, um rüberzukommen. Waggon oder Linie? Waggon oder Linie? Ich glaube, Waggon ist fast besser.
Obwohl, Linie könnte man... Nee, geht ja nicht. Aber wir bekommen keine Brücke. Das heißt... Wieder mal. Ja, nee. Ja, nee. Nee, 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 nee. Das heißt, vielleicht müssen wir hier irgendwie wegnehmen, um hier die Brücke zu nehmen. Blau braucht ein... Waggon. Doch. Blau muss mehr Leute mitnehmen können hier unten. Hier ist ein kritischer Punkt. Und da Blau auch hier keine Passagiere mitnehmen kann, braucht es noch einen dritten Zug. Ansonsten sind wir am Arsch. Gut. Hat wenigstens etwas geregelt. Wenigstens etwas. Wie sollte jetzt hier nicht... Okay. Holy shit. Jetzt fängt hier schon der Timer an. Alter Schwede. No, come on. Blau ist ein Problem. Blau wird uns umbringen. Weil der fährt jetzt hier durch, um hier die Leute nicht abzuholen, um umzukehren und dann erst die Leute mitzunehmen. Das, was, wo bleibt da die Logik? Die können doch schon vorher einsteigen. Holy shit, was ist hier passiert? Okay. Blau und Orange sind ein Problem. Grün auch. Fuck. Ja, nee. Ich sehe unseren Tod schon kommen. Die Hälfte voll, da die Hälfte voll. Hier starten Timer, hier auch. Komm schon, Grün. Oder Orange hier unten. Grün wird es nicht schaffen. Nee, Orange auch nicht. Orange hat keine Kapazität. Oh, okay, das heißt... Fuck. Ja, nee. Huiuiui. Wegen Überlastung dieser Station musste der Betrieb eingestellt werden. 968 Fahrgäste fuhren mit deiner Metro innerhalb von 47 Tagen. Naja, New York ist ein heißes Pflaster. Recht schwierig, würde ich sagen. Man braucht viele Brücken, Tunnel, viele Strecken. Hier hat es einen Fluss, hier Übergang, hier, da, da, überall Flüsse. Ja, mal schauen, wo ich in der Rangliste bin. Denkt man nicht allzu weit vorne. Okay, doch, obere 50%. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Holy shit, wie schaffen die das? Die tricksen doch irgendwie. Naja, okay, gut. Das war's mit New York. Leider den Verkehrschaos. Wollte ich jetzt sagen? Den Verkehrschaos unterlitten, so genau, irgendwie so etwas. Genau, das war's mit New York. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Mini Metro. Tschüss!